Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier immer noch in Maruin oder Maruin. Auf der anderen Seite jetzt der Berge oder des Landes. Wo komischerweise irgendwie auch kein Schnee liegt, obwohl gerade eigentlich Winter ist. Schnee liegt irgendwie nur in den Bergen und auf der anderen Seite, wo Hogwarts ist. Und wir müssen jetzt gerade mal zu dem Diri-Call-Bau darüber, um einen ganz besonderen Diri-Call zu finden, den eine gewisse Dame gerne für... ja, ihre Kosmetik, ne, nicht Kosmetikprodukte, aber für ihre Kleidung verwenden würde. Zumindest die Federn des Diri-Calls. Dem stimme ich aber nicht so ganz zu. Und deswegen, wir retten ihn natürlich trotzdem, aber wir behalten den für uns. Halt, bremsen und landen ganz kurz auf diese Landeplattform. Und schnappen uns dann noch gleich vielleicht kurz das Banditenlager da unten und die letzten beiden Ballons. Man kennt es ja schon, ich mache nie Aufgaben auf dem direkten Weg, wenn irgendwas plötzlich auf dem Weg dorthin auftaucht, nehme ich mir das meistens noch an. Zack. Einmal ganz kurz hier. Verstecken uns. Ja, ja. Totalus. Du wirst dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Wie kommt der denn her? Ich hab gar nicht gesehen. Venite. Accio. Crucio. Bombarde. Schau mal nach oben. Wo soll ich hinschauen? Defendo. Ja, du mit deinem Petrificus Totalus da oben. Gehen wir mal nicht auf die Nerven. Genau. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Nachdem wir schon Hunderte besiegt haben, gefühlt? Okay. Revelio. Das war ein Fehler. Hey, stehen bleiben. Was? Aha. Ganz da hinten irgendwo. Schauen wir mal ganz kurz vorbei. Gibt's da irgendwas? Bei den Drachenkämpfen zu wetten war meine bisher beste Entscheidung. Ich glaube, es sind nur zwei. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arrancher nichts. Banditen oder so da unten. Ist die Mühe nicht wirklich. Flatio, Defendo, Confringo. Ja. Ah, sie kriegen also ein bisschen Verstärkung. Nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Ach, sicher? Accio. Hä? Okay, das hat sich sehr schnell erledigt tatsächlich. Und da vorne ist noch ein Wegpunkt, den holen wir jetzt natürlich auch gleich. Wenn wir schon so nah sind. Schön, dass wir uns sehen. Ah, Maruin. Ruinen. So, und dann, was ich eigentlich noch holen wollte, die zwei Ballons da drüben. Und da oben soll noch ein Astronomie-Altar sein, den könnten wir uns auch gleich mitnehmen. Ja genau, hier ist er auch schon. Nur zuerst schnell die Ballons. Alte Magie gibt es auch, Schmetterlinge gibt es ja alles. Einen weiteren Wegpunkt, dann fangen wir mal hier an, kurz mit der Runde. Ups. Ja, ja. Oh Gott. Ich höre einen Troll. Also hier südliche Potsea-Küste. Mit den ganzen Namen hier irgendwie nicht so gut vertraut. Da leichte, ja, wie sagt man hier, nicht Aussprechprobleme. Jetzt liegt mir das Wort auf der Zunge, aber es fällt mir nicht ein. Nee, nicht Bedeutung, nee. Nee, ihr wisst, was ich meine. Ich krieg das Wort aber gerade nicht korrekt ausgesprochen, vermutlich. So, dann holen wir uns mal die alte Magie hier in den Ruinen. Kommen wir da rein? Nein, okay. Dann müssen wir bestimmt... Wo kommen wir hier hin? Bombarda! Nee, so ist es schon mal nicht gedacht. Und hier wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, aber geht's hier rein? Ah, hier geht's rein. Mir fällt gerade witzigerweise nur das englische Wort tatsächlich ein, Pronunciation. Confringo. Aber nicht Accio. Das deutsche. Ja, das Ding werden wir natürlich auch brauchen, wenn ich mir das hier schon mal so anschaue. Confringo. Hauen wir mal das hier auch noch weg. Ah, warte mal. Okay, wir werden ein bisschen Licht benötigen. Lumos.
Jetzt müssen wir da oben hin? Unbedingt, oder? Ich nehme mal ganz kurz die Kiste mal hier durch. Wingardium Leviosa. Okay, das geht zum Glück. Wo ist die Kiste hin? Lumos. Okay, ich bin verwirrt. Die hat sich geresettet, okay. Na gut, dann sollen wir da wohl nicht durch. Sollen wir hier durch? Bombarda. Nee. Aha, wir sollten vielleicht da oben hin. Das sieht ein bisschen sinnvoller aus. Wingardium Leviosa. Dann, warte mal, wo stellen wir dich am besten hin, Kiste? Hä? Akio. Ach, die darf eigentlich in diese Ranken irgendwie nicht reinkommen. Leviosa. Oder jetzt hoch? Eventuell, wenn wir die Kiste schweben lassen. Selber daran hochklettern. Jawohl, das funktioniert. Okay. So, 2 von 3 mal alte Magie. Einmal haben wir noch hier im Nebengebäude. Warte mal. Erstmal noch kurz den Sack da mitnehmen. Auch gleich mal checken, ob es hier noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. So, können wir hier rausfliegen? Jawohl, das geht. Und dann landen wir mal gleich hier in dem... Oi, das ist unfair. Ich wollte da oben drin landen. Na gut, dann müssen wir hier wohl anders reinkommen. Vermutlich hier rüber klettern. Expelliarmus. Bombarda. Ich verwechsel mal gerne, wie die ganzen verschiedenen Zauber aussehen. Können wir hier hoch? Jawohl, das geht. Sehr gut. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Okay. Dann mal noch zu dem Astronomiealtar da unten und gleich auch zu den Schmetterlingen. Ach, da gab es noch einen Griff, um die Tür wahrscheinlich aufzumachen. Egal, brauchen wir nicht. Sind ja so schon entkommen. Hier gibt es nur ein paar Münzen, aber sonst nichts. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Vermuten wir mal, wir müssen einmal so rotieren. Man könnte das hinkommen? Irgendwie schon, oder? Aber irgendwie auch nicht. Ach, weiter rauszoomen. Ah, ja, okay. Moment. Ah, da haben wir es schon. Wasserschlange. Ah, ja. Deswegen auch so ein riesengroßes, langes, gewundenes Ding. Und das kann man jetzt auch ein bisschen anders verstehen. Zitiert mich aber da bitte mal nicht drauf. So, da haben wir hier noch Schmetterlinge, denen wir folgen sollen. Da sind sie. Sind die wohin? Was? Ach, da oben. Ja, da kommt man doch gerade her. Ah, wo wollt ihr hin? Bisschen weiter. Bisschen. Da hätten wir auch gerade einfach den Weg andersrum gehen können. Jetzt hier hin. Wo wollt ihr denn hin? Hier vielleicht? Hier ist doch schön. Ja, hier ist schön. Eine ruinierte Treppe. Ja, wunderbar. So, dann aber weiter zu unserem Auftrag, dem eigentlichen Ziel dieses Ausflugs. So, da hinten lang, da sehe ich schon wieder den nächsten Ballon rumfliegen. Schauen wir aber erstmal ganz kurz bei dem Diricall bei Bau vorbei.
Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also wo ist Gwenaira? War es nicht so, dass Gwenaira irgendwie nicht nur nachts sichtbar war oder sowas? Das ist jetzt alles nur normale soweit. War nicht irgendwas mit auf den Klippen sitzen oder so? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ist wieder ein bisschen her, die letzte Aufnahme. Einer ist da unten rechts und drei sind hier. Schauen wir mal nach den Einsamen hier drüben an. Bist du Gwenaira? Nein, du bist normale Derrick. Derrick Hall. Da, warte, da, Moment, da war's. Da ist Gwenaira und zwar, wir schnappen sie uns hoffentlich gleich. Moment. Oh, viermal. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, aber ich glaube, wir schaffen's. Jawohl. Zack. Ich hab sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Ja, aber ich werde sie nicht abgeben. Ich hoffe, wir haben diese Option. Ich tue ungern ein Tierwesen dafür abgeben, damit es in irgendeiner Produktion landet für Kleidung. Aber ich sag mal so, gut, unsere Tierwesen... Ja gut, die haben schöne Wohnstätten, ne? Immerhin. Sind zwar auch ein bisschen, werden auch ein bisschen gebraucht, aber... Oh, einige in Fähre hier unten. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, die hinten, die Aschwender oder was auch immer, die dunklen Magier, haben die auch entdeckt. Aber wir lassen die mal machen, die interessieren uns nicht. Oh, und ist hier etwa ein Besenrennereignis? Ah. Das sieht doch aus nach einem zukünftigen Besenrennen. Moment, ich muss mal ganz genau richtig hinsetzen. Ja, ja, auf jeden Fall, es gibt hier mal ein Besenrennen. Ah, ja. Stimmt, ein anderes Rennen haben wir auch noch woanders irgendwie, ne? Irgendwo weiter ins Land des Innere hinein. Ach komm, wir landen damit direkt bei dem da drauf halt. Nein, zu schnell. Oh. Moment, ja, ja, ja. Ich will hier nur kurz landen. Lazio, Defendo, Confringo. So. Bist du dir da so sicher? Levioso. Was? Niemand entkommt mir! Ich finde dich wie einen... Ach, wenn ihr meint. Confringo! William! Nein! Crucio! Bombarda! Du was? Du Sau? Du Sack? Was wollte er sagen? Expelliarmus! Wie berechenbar! Ach Mist! Accio! Expelliarmus! Ach komm. Gönnen wir denen ein bisschen alte Magie. Renne. Accio. Crucio. Bombarda. Peliamo. Incendio. Ich schieße immer komplett wild um mich. Wir haben gerade nicht so viele Feinde, egal in welche Richtung. Ja, einen haben wir noch. Der ein bisschen an der Leiter hängen geblieben ist. Na gut. Das hält uns aber nicht weiter auf. Wenn die selbst zu blöd sind. Revelio. Dann ist es also. Alles Tränke hier? Okay, krass. Ich habe noch einen Trank getrunken und dann einen weiteren schon aufgesammelt, aber... Ja. So viel wie hier rumliegen, kann ich gar nicht wegsaufen. Ah, das sind noch für die kleine Höhle daneben dran. Na komm, dann machen wir das mal ganz kurz. Wenn wir schon hier sind, können wir ein paar Dinge abschließen. Gibt hier eh sehr viel auf dieser Seite hier der Insel zu erkunden für uns. Da haben wir noch viel, viel, viel vor. Accio, Wingardium Leviosa. So, dann komm du mal mit. Hat er sich gerade angezündet, weil er irgendwas zerstört hat oder irgendwo gegengekracht ist? Incendio. Nee. Wirkte, glaube ich, gerade nur so. Das sollte ich untersuchen. Wir sind doch schon dabei. Aber an sich hatte ich ja vorher gar nicht mehr so viele von diesen Schatzgewölben hier mitzunehmen, weil wir haben halt schon so unendlich viel Kohle. Unsere Ausrüstung ist auch super. Und im Endeffekt gibt es immer nur ein bisschen Ausrüstung, die wir verkaufen können. Also nichts besonders Krasses, ehrlich gesagt. So, schau mich mal ganz kurz um. Wo sind wir denn gerade hier gelandet in der Gegend? Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Aber ich glaube erstmal soweit nicht.
Haben wir, glaube ich, gerade schon eine gute Runde hier aufgeräumt. Wir können auf dem Rückweg mal hier noch vorbeifliegen. Die Brücke noch entdecken und vielleicht das Land hier oben. Ja, also Stück für Stück werden wir uns dann hier durcharbeiten, auch mit den ganzen Aufgaben hier mit unserer Hauptaufgabe. Und hier unten ist, glaube ich, ein Besenrennereignis. Genau, sprich mit ihm, melde Race. Was ging's da? Genau, neue Daten für unseren Besenmacher. Müssen wir mal wieder erfliegen. So, und dann fliegen wir mal jetzt hier rüber. Ich will mal quer hier rüber fliegen, ne? Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Du kannst deine Augen nicht von einem hübschen Mädchen lassen, du bist erwischt! Ja, die Klügsten sind die aber auch nicht. Wir heizen die mit einem Affentempo drüber. Und die so, ach, ruhig, dich greife ich mal an. Das ist doch easy, oder? So, was für eine Brücke haben wir hier? Zack, Marinbean-Brücke. Aber die Kobolde da unten lassen wir stehen. Ah, aber oh, Moment. Ah, nein, bremsen. Gerne hätte ich erst den Speckpilz eintopfen. Das klingt auch gut. So, weil die Landeplattform möchte ich natürlich mitnehmen. Was ich auch mitnehmen möchte, ist die alte Magie, die es hier gibt. Petrificus Totalus. Lässt natürlich die ganzen Kobolde hier ausschalten. Das sind ja nicht zu wenige hier oben. Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Hallo, Homora. Entschuldigung da unten. Halt. Was hier da war. So. Ich übersehe ja die grünen Zahnräder rechts unten immer gerne mal. Aber diesmal gerade noch gesehen. So, gibt's was Legendäres? Jawohl. Revelio. Sonst war hier drin erstmal nichts. Ich glaube, dass ihr überhaupt kein Behältnis mehr finden werdet. Ihr weiter so ineffizient sucht. Oh. Okay, die haben uns nicht mal bemerkt, meine ich. Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Nicht wieder damit annehmen. Beim letzten Mal bin ich auch uns müde geworden, wo die Revelio die ganze Zeit davon gequatscht haben, im Stehen einzuschlafen. Können wir das hier reparieren? Ah, wir können da was reparieren und sollen das wahrscheinlich auch. Es hat bestimmt einen Grund, dass noch gerade die Teile aufgeleuchtet haben. So, dann schleichen wir den Kobolden einfach mal vorbei. Wir müssen die ja gar nicht bekämpfen. Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Leider bleibt man auf dem Besen nicht unsichtbar. Okay, wir können natürlich auch rüberfliegen, aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, Akio, das hier so zu lösen, dann machen wir das doch auch. Wir werden endlich über die Welt der Zauberei herrschen. Da unten ist noch einer drin, dann glaube ich auf dem Dach habe ich, glaube ich, gerade den zweiten gesehen. So, gibt es hier eine Leiter? Nein. Dann fliegen wir. Ah ne, ist nur die Landeplattform. Ups. Wo ist denn der letzte? Dieser Tag ist schon viel zu lang. Ah, da unten leuchtet's krass. Ist das der letzte Punkt? Ah, auf dem kleinen Bildchen hier. Zack. Oh, ich wollte gerade sagen, ich probiere mal ganz kurz was aus. Ich fliege einfach mal weiter. Während wir gerade in der Animation sind. Und ja, man kann sich komplett ganz normal weiter bewegen. Während da... Ja, nicht Animationsspiele, ja, sondern die Zwischensequenz irgendwie abgespielt wird. Und hier fehlt uns noch eine Kiste irgendwo anscheinend. Revelio. Die wir noch nicht geöffnet haben. Ah ja, eine Sammlungstruhe. In diesem Haus. Ich dachte, wir haben das Haus hier schon durch. Hey, hallo? Sind wir jetzt gerade im Kampf gefangen? Ah. Ja, dann fliegen wir mal kurz ein bisschen weg. Das hat sich erledigt. Gut.
Hallo, dann sollten wir uns mal die ganzen Häuser hier noch ranmachen. Die ganzen Truhen möchte ich ja nicht stehen lassen hier. Und ich habe mal wieder... Ja. Das Ding übersehen. Wie immer. So, das Rote ist immer einfacher, weil das ein bisschen mehr im Blickfeld liegt. Alter. Das Grüne ist so leicht außerhalb des Sichtfelds. Deswegen sieht man das manchmal nicht ganz so gut. Revelio. So, wo waren die Kisten? Da ist die wichtigste Kiste. Zack, eine Derecall-Statue. Jawohl. Gehen wir gleich strategisch vor. Genau, und das Haus müssen wir auch noch rein. Bisschen Gold und vielleicht ein legendäres Teil. Jawohl. Perfekt. Das nehmen wir noch gerne. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Revelio. Sehr langweilig. Nicht so interessant wie in der Schule auf jeden Fall. Okay, und hier gibt es soweit erstmal nichts mehr. In irgendeinem Demigeist. Ah, versteckt sich hier noch einer. Du gehörst mir, den nehmen wir doch mal mit. Zack. Den lassen wir uns nicht entgehen. Oh, und im Haus waren wir sogar schon drin, wenn ich mir gerade die Kiste hier anschaue. Und da haben wir den tatsächlich übersehen. So, und jetzt quatschen wir mit ihr hier mal. Schon Glück mit Gwenaira gehabt? Ja. Miss Moffat, ich habe Gwenaira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Nö. Es war ziemlich einfach. Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Nein, ich behalte sie. Ich bin es diesmal nicht so, dass ich die abgeben möchte. Finde ich ein bisschen unfair für den armen Vogel. Ich glaube, bei mir ist sie besser aufgehoben. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Oh, was für eine Frechheit. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Das ist Federdiebstahl. Ich hoffe, sie hackt ihnen die Augen aus. Oh, wir haben gerade ein Outfit freigeschalten. Moment, das möchte ich mir ganz kurz mal anschauen. Was hat mir da freigeschalten? Ich habe es nicht ganz sehen können. Erscheinungsbild ändern. War das das hier? Elegantes Ensemble für Angehörige der feinen Gesellschaft. Ich glaube, das war das. So, irgendwas sehr Weißes und es müsste das gewesen sein. Interessant. Hat mir das jetzt hier drunter getragen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber passt eigentlich. Kann man tragen so. Ist tragbar. Tja, dass sie nicht begeistert darüber ist, das war mir schon klar, aber ich dachte, ich muss den armen Vogel jetzt nicht in eine Modeproduktionskette abgeben. Revelio. Das muss nicht sein. Wir lassen sie dann bei uns bald frei und dann kann sie da schön frei leben. Und muss nur ganz selten mal ein paar Federn abgeben. Hallo nochmal, Mr. Cromwell. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Was verkaufen Sie hier? Ah, ja, ist die Frage, was kann ich für Sie tun? Was wollen Sie von mir kaufen? Auch gar nicht mal so viel. Ich dachte, wir hätten wieder schon mehr eingesackt, aber haben wir letzte Folge gerade erst verkauft. Kommen Sie gerne wieder. Ich freue mich immer, wenn ich euch jungen Leuten helfen kann. Der Hase hier einfach reingerannt. So, da haben wir das Dorf soweit erstmal abgeschlossen fürs Erste, glaube ich. Guck mal ganz kurz. Ah, eine Sammlungstruhe fehlt aber noch. Und hier oben gibt es ein Banditenlager. Das markiere ich mir mal ganz kurz. Hier vorne gibt es auch gleich den nächsten Wegpunkt. Ja, gerade wegen Maron Weem oder Weem. Kurz irgendwie ein bisschen versprochen. So, was von euch oder welches von den Häusern hier hat denn die letzte Kiste parat? Da ist eine Kiste hier unten. Aber das ist eigentlich keine Sammlungstruhe. Incendio. Dieser Flusslauf oder Bachlauf hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Scheint irgendwie ausgetrocknet zu sein oder ist nur bei Hochwasser oder bei Regenfällen. Ja, in Betrieb. Da kommt noch eine Prüfung Merlins, können wir auch mitnehmen, oder? Wie gesagt, die ein oder andere nehmen wir mal noch mit.
wenn sie schon bei dem Dorf ist, was wir eh gerade am Abschließen sind. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Dann nehmen wir die ruhig auch mit. Ich glaube, die nächste Truhe sehe ich da vorne oben in die Richtung auf der Karte. Zack, zack. Einmal hier rüber. Oh. Halt. Müssen wir von vorne laufen? Ich glaube, ja. Weil wir gerade abgestürzt sind. Yep, man muss es in einem durchlaufen. Ah, warum springst du denn nicht? Dann habe ich kurz den Sprung abgebrochen oder halt wollte die Distanz ein bisschen verkürzen. Ich dachte, wir fliegen zu weit, aber... So, und jetzt springen bitte, dankeschön. Ups, und hier rüber. Das war knapp. Hab ich verkackt? Hä? Oh, was machst du denn? Mein Gott. Ups, warte mal von hier. Okay, wir kommen da so nicht hoch. Dann machen wir es mal von hier. Die schwerste Prüfung Merlins bisher. Was ist denn jetzt los? Warum schaffen wir das denn nicht? So, eins, zwei, drei. Dann hier die beiden. Vier und fünf. Zählt der im Wasser? Der zählt mit dazu. Ach, den habe ich nicht gesehen, deswegen. Merlins Prüfungen jetzt, okay. Mich nicht klein. Ich war gerade schon verwirrt, aber das war einfach nur einer im Wasser, den ich übersehen habe. Ich dachte, wir müssen mit das Fass halt einfach nur drüber springen. Aber gut, noch geschafft. Ach, die Sumpfkratler da hinten, die lassen wir ruhig stehen. Die interessieren mich nicht so wirklich. Aktuell brauchen wir auch nichts von denen. Ach, hier, das ist noch ein kleines Häuschen. Beinahe übersehen, aber hier ist die Sammlungstruhe drin. Zack, ein magisches Gemälde. So, und da haben wir oben noch ein Banditenlager direkt oberhalb des Dorfes. Das können wir ja so nicht stehen lassen, die armen Anwohner hier. Ich habe bei Kriegsoft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Sehr offensiv unterwegs. Brockborough ist nur dafür bekannt, dass der Talvicus Totalus. Hey, Montego! Lazio! Wo sind denn mit Glacius hingeflogen? Incendio! Confringo! Defendo! Wer hat den einen gerade mit Glacius getötet? Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! Anscheinend. Den hat's wohl irgendwie sofort erledigt. Aber auch gut. Beschwere ich mich nicht. So, und Gift 1 haben wir bekommen. Was ist das hier? Glacius! Könnt's einmal kurz anfrieren. Levioso. Halt, nein, mitnehmen wollte ich's. Accio. Vingadium Leviosa. Dann nehmen wir den Würfel auch gleich mit. Ab ins Schatzgewölbe hier hinten. Lalalala. Accio. Ich dachte, der wäre schon rübergelegen. Leviosa. So, der bleibt natürlich gefroren, das ist gut. Können wir nämlich direkt hier hinten rein und snacken uns mal wieder eine Truhe. Oh, kleines Schachspiel hier etwa. Revelio. Was soll das hier machen? Das ist ein Kessel. Confringo. Anzünden? Nee. Accio. Vingadium Leviosa. Ist das eine Figur vom Schachspiel? Gott, ich habe keine Ahnung von Schach. Wo muss ich den denn hinstellen, bitte? Da wohl nicht rein. Hey, ich schaue mir das mal ganz kurz an. Ist das ja auch eine Figur? Ah, das ist auch eine Figur. Vingadium Leviosa. Heilige.
Drüben aber auch nochmal zwei Figuren. Oder gehen die kaputt? Ah ne, die sind zum Zerstören. Ach, die ist ja kaputt gegangen beim Runterfallen, okay. Na dann. Revelio. Aber dieser Kessel. Accio. Wingardium Leviosa. Diese Sache, es könnte natürlich ein Turm sein. Da müsste der doch hier hinten stehen. Nicht da. Wingardium Leviosa. Genau dahin. Accio. Wingardium Leviosa. Das wohl nicht. Also wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung von Schach. Ich weiß nur, die Türme stehen, glaube ich, außen. Expelliarmus. Bombarda. Nee, ich wollte das Ding anzünden. Confringo. Geht nicht, okay. Haben wir einen Hinweis hierauf, wie ich das lösen kann? Reparo. Jetzt irgendwie auch nur so mäßig. Incendio. Zünden müssen wir ja auch nichts. Accio. Wingardium Leviosa. Wäre praktisch, wenn wir irgendwas auslösen könnten, damit wir den einfach hier rumkullern und dann zufälligerweise er richtig steht. Ganz kurz mal. Die Frage, ist das überhaupt eine Spielfigur hier oder? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, wo würde denn der Kessel noch hinpassen? Wo könnte man ihn hinstellen? Können wir ihn anzünden? Ich glaube nicht. Nein, falsche Taste. Ich wollte Confringo. Confringo. Nein, das geht nicht. Okay. Gut, ich habe absolut keine Ahnung. Wohin damit? Ich muss mal ganz kurz googeln tatsächlich, weil ich glaube, das kriege ich sonst nicht gelöst. Das heißt, ich mache das in der nächsten Folge. Ich google mal ganz kurz zwischendurch und krieg's dann hoffentlich hin. Ja, und ansonsten, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.